Liebe Brüder und Schwestern, liebe Teilnehmer an den Radiogeräten, wann kommt das Reich Gottes? Immer wieder fragen die Menschen nach diesem Reich Gottes. Und Jesus sagt, es ist schon angebrochen. Es ist schon mitten unter euch. Und damit will er die Lügen strafen, die eben behaupten, dass der Glaube nur eine Vertröstung für diese Welt sei und uns den Menschen auf die andere Welt verweise und in dieser Welt eben werde er ausgebeutet. Jesus weist ganz klar darauf hin, jetzt hat das Reich Gottes schon begonnen. Und ihr seid mittendrin nur jene, die mit ihm nicht verbunden sind, die werden es nicht erkennen. Sie werden vielleicht einige Zeichen sehen, aber sie werden sie nicht ergründen können, sondern nur denen, denen der Herr die Weisheit schenkt, werden erkennen, was es bedeutet, dass das Reich Gottes schon angebrochen ist. Wenn wir hier lesen, es ist nur eine und vermag doch alles. Von Geschlecht zu Geschlecht tritt sie in heilige Seelen ein und schafft Freunde Gottes und Propheten. Denn Gott liebt nur den, der mit der Weisheit zusammenlebt. Jenen offenbart er seine Wahrheit, wie er schon im Johannesevangelium sagt, ihr seid meine Freunde, denn ich habe euch alles geoffenbart, was ich von meinem Vater gehört habe. Und jene werden auch erkennen, was es bedeutet, dass sie im Bußsakrament alle Fesseln ablehnen können und von allen dämonischen Kräften und von allem Bösen befreit werden. Vorausgesetzt, wir begegnen ihm ganz ehrlich. Wir stehen zu uns und stehen zu unseren Fehlern. Und beschönigen unsere Taten nicht oder haben 100 Ausreden, warum es so oder warum es so war. Und dort, wo der Mensch diese Wahrheit sucht und ehrlich ist, dort wird er erkennen, dass er immer wieder von Abhängigkeiten dieser Welt befreit wird. Und er wird auch spüren und erkennen, was es heißt, den Herrn in sein Haus, in seine Seele aufzunehmen. Der wird erkennen, was Großes es ist, dass der Herr unter uns wohnt und bei uns sein will. Und er wird auch in den anderen Sakramenten spüren, dass der Herr mit ihm ist. Und ich denke, wenn ich zurückschaue, wie viele Zeichen und wie viele Ereignisse zum Guten gewendet wurden, allein durch die Krankensalbung. Das spüren wir jawohl. Wir werden vom Herrn schon in dieser Welt reich beschenkt. Es soll einmal in einem Dorf eine Frau gegeben haben, eine recht liebenswürdige Frau. Und sie hatte Kinder, einen Sohn, der ging nach Amerika und hat ihr fleißig geschrieben. Das freute sie sehr, sie hatte große Freude daran und schickte ihm immer wieder Bildchen mit. Es waren zwar immer die gleichen, aber sie freute sich daran. Eines Tages kam der Schulleiter vom Dorf in das Haus und dann zeigte sie ihm die Briefe und die Bilder und sagte,